Also momentan brechen wir den Tiefbunker ab, und zwar mit dem Hydraulikmeißel. Insgesamt werden 11.500 Kubikmeter Beton und Wände und Betondecke eben abgebrochen. Die Arbeiten dauern bis Ende des Jahres. Danach werden Erdarbeiten einschließlich Verbauarbeiten durchgeführt, um die Baugrube für den Neubau herzustellen, den wir Mitte Februar beginnen wollen. Ja, mit den Kosten liegen wir im Rahmen dessen, was wir eben geplant haben. Also insofern gibt es da auch keine Abweichungen.